Stefan, heute an diesem herrlichen Frühlingstag im Hohen Taunus, Sonntagnacht wieder, kurz nach Spielende, 4 Tore auswärts geschossen und doch nur unentschieden gespielt. Kurz Statement zum Spiel. Ja, ich denke erstmal, heute haben beide Mannschaften verloren. Schlossborn musste ja gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Wir haben uns vorgenommen, an die gute Leistung vom Breitenbach-Spiel anzuknüpfen, ist uns aber gar nicht gelungen. Wir haben ja nach 2 Minuten schon Rückstand hinnehmen müssen, haben es dann geschafft, mit einer 3-2-1-Führung in die Pause zu gehen, haben da auch ordentlich gespielt, wobei Schlossborn doch immer bei Standardsituationen sehr gefährlich war, weil die wirklich sehr gut kamen und sie mit großen Kopfballstangenspielern ins Zentrum gerückt sind und hätten eigentlich das Spiel aufgrund der ersten Halbzeit und auch aufgrund des Ergebnisses gewinnen müssen. Haben dann das 3-2 hinnehmen müssen und kamen dann wieder zurück, haben wieder den 2-Tore-Vorsprung herausgespielt durch ein Tor hier vom David Kilian zum 4-2. Und damit musst du eigentlich auswärts dann auch auskommen. Da musst du einfach 3 Punkte mitnehmen und haben es dann wieder nicht geschafft, 2-Tore-Vorsprung über die Zeit zu bringen, keine Souveränität ausgestrahlt. In der Abwehr waren wir total unkonzentriert und auch fahrlässig teilweise, haben ja durch den Piacabu dann noch das 4-3 vorbereitet und auch der Christian Kühn konnte der Mannschaft keine Stabilität da hinten verleihen und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann der Ausgleich fiel und letzten Endes muss man dann auch sagen, hat man es auch nicht verdient, wenn man auswärts 4 Gegentore kriegt, obwohl man immer in Führung war, bis auf das 1-0. Es waren ja doch 2, sag ich mal, grundverschiedene Halbzeiten. Die erste Halbzeit, sag ich mal, war ein bisschen langatmig. Gerade so die 20 Minuten davon ist ja relativ wenig zusammengelaufen bei beiden Mannschaften. Sehr viel Mittelfeldgeplänkel und nach den beiden Einwechslungen von Schlossborn nach der Halbzeit war ja die komplette zweite Halbzeit eigentlich für die Zuschauer ein sehr abwechslungsreiches, kurzweiliges, spannendes Fußballspiel. Es waren ja Chancen hüben und drüben von beiden Seiten. Wenn ich überlege, allein Schlossborn 2-mal die Latte getroffen. Also sagen wir für uns Zuschauer war es ja doch ein abwechslungsreiches Spiel, kurzweiliges. Würdest du das so dem Ganzen zustimmen? Ja, das denke ich auch für den neutralen Zuschauer auf jeden Fall. Aber letzten Endes müssen doch beide Mannschaften unzufrieden sein. Du hast eben schon gesagt, Schlossborn hatte ja noch 2 Lattentreffer. Wir hatten noch die Möglichkeit durch den Polly Weber, als er schon am Torwart vorbei war und dann leider nur einen Pfosten getroffen hat vom leeren Tor. Das wäre dann sicherlich die Entscheidung gewesen. Aber ich bleibe dabei, letzten Endes, wenn du auswärts 4 Tore schießt und mit 2 Toren führst, musst du das Spiel gewinnen. Ja. Was ich jetzt gehört habe, der Tobias Walden hat sich diese Woche im Training verletzt. Kannst du irgendwas Näheres dazu sagen? Ja, der hat sich im Finger die Sehne gerissen und wird bis zum Rest dieser Saison ausfallen. Der hat jetzt so eine Gipsschiene, die muss er 8 Wochen tragen und wird uns also in der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Gut. Da würde ich sagen, vielen Dank und eine gute Heimfahrt. Das wird schwer.